fünf Teufel! Leute, hat der Zeck mal Farmingtons gehackt? Farmingtons? Wieso sollten wir? Keine Ahnung, aber offenbar feuern die jeden Mitarbeiter, der sich auch nur entfernt für uns interessiert. Ist vermutlich illegal. Ich gehe mal in eine ihrer Apotheken und hacke mich ins Unternehmenssystem. Mal sehen, was hinter den Kulissen so abgeht. Hey, wenn du schon mal da bist, ich müsste ein paar Medikamente auffüllen lassen. Auf Joshs Namen natürlich. Hast du meine Pillen geklaut? Was? Nein, natürlich nicht. Vergiss es einfach. Das könnte praktisch sein. Hey Marcus, kannst du Wrench danach in der Garage treffen? Geht klar. Thank you.
den Wichs an meinen Lack zerkratzt. Ich habe ein Foto von ihm gemacht. Den Penner schnapp ich mir. Warum mein Auto? Gehöre ich zum verfickten Establishment? Diese Pisser glauben, jeder, der besser aussieht als sie, ist Wirtschaftsboss. Ich werde ihm eine Lektion erteilen, dass man nicht über Leute urteilt. Oh mein Gott, meine Mutter ist total abergläubisch. Alles, was mit Zahlen zu tun hat und so. Was glaubst du, was früher bei uns los war? Abends durften keine Nägel geschnitten werden, weil das das Böse anlockt. Was auch immer das heißen soll. Warum? Was gefällt den bösen Geistern an meinen Maniküre-Gewohnheiten nicht? Wenn mein Hund unter Bett verschwindet, weil er baden soll, ist das dasselbe? Was für ein Schwachsinn. Das Böse sieht nicht gern ordentlich aus? Gut, das ergibt ja sogar Sinn. Aber warum nervt man mich damit? Zum Teufel mit euch. Scheiß Geister. Okay? Yep. 3000 für den Helm. Das Ding hat ein Head-Up-Display. Alles im Blick. Aber das Beste ist die Nudel-Integration. Ein Verkehrstool. Damit wird mir beim Fahren angezeigt, wie schnell die Autos fahren und wann ich überholen kann. Ja, Mann. 3000 für den neuen Helm von Blue. Der ist jeden Sinn wert. Wer ist ein guter Junge?